Auch heute begrüßen wir euch wieder herzlich hier im Erfolgskanal von Xboxfront.de. Auf Anfrage und natürlich der Vollständigkeit halber wollen wir euch auch die allerletzten Verstecke der ominösen Halo-Schädel zeigen. Ein Blick ins Archiv unseres Erfolgskanals lohnt sich übrigens, denn wenn ihr alle Schädel euer eigen nennt, winken nochmals 25 Punkte und zwar zusätzlich zu denen, die ihr bereits für die Einzelnen erhaltet. Na, wenn das kein Ansporn ist. Wählt wie immer den Schmiedemodus und startet mit der Versammlung. Ebenso gewohntes Prozedere, folgt den gezeigten Lauf- bzw. Flugwegen und im Nu seid ihr am Ziel. Die nächste Map nennt sich Im Orbit und auch hier müsst ihr einfach nur nachspielen. Anders verhält es sich mit dem Sandkasten. Hier findet sich der Schädel am Rande der Karte in Richtung der untergehenden Sonne. Ein Abwehrsystem hindert euch allerdings daran, auf direktem Weg dorthin zu gelangen. Daher machen wir uns einen kleinen Bug im Spiel zunutze und überfüllen die Map mit Minen. Das sorgt dann dafür, dass der Abwehrmechanismus außer Kraft gesetzt wird. Positioniert euch wie hier in ausreichender Höhe und wählt die Tretmine im Objektmenü aus. Platziert dann die Mine vor euch und stellt unbedingt das Laufzeitminimum auf 1. So stellt ihr sicher, dass der explosive kleine Helfer sofort respawnt, wenn ihr ihn abgeworfen habt. Nun müsst ihr einen langen Atem beweisen und werfen, was das Zeug hält. Irgendwann passiert das Unvermeidliche und es gibt einen gehörigen Knall. Nun heißt es bahnfrei und auf geht's in Richtung Sonne. Das war's dann auch schon wieder für heute. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal hier im Erfolgskanal oder auf Xboxfront.de.